gemacht. Großartiges Fest ist es, 50 Jahre Jugendmusikschule Binnigen, Bobnigen, und ich habe mir Mareike und Letizia, jetzt weiss ich gar nicht recht, bei welchen von diesen zwei Koryphäen, dass ich anfangen soll, aber ich schwenke mal, okay. Also Mareike, fangen wir mit dir an. 50 Jahre Musikschule, wie lange bist du schon dabei, und wenn du zurückschaust, was siehst du von der Entwicklung der Musikschule in den letzten Jahren? Ich bin seit 2002 als Geigen- und Bratschenlehrerin und seit 2004 zusammen mit Letizia als Schulleiterin in einer Co-Leitung. Ich finde, wir haben eine wunderbare Entwicklung gehabt, was Schülerzahlen angeht, was Projekte angeht, was Lehrer angeht, was das künstlerische Potenzial angeht. Und die Zusammenarbeit auch mit der Gemeinde und dem Schulrat ist ganz wunderbar in diesen Jahren gewachsen. Wie ist jetzt das, Letizia, die Zusammenarbeit? Mareike hat es gesagt, wir sind natürlich als Team unterwegs. Ist jetzt das vor allem auch hilfreich gewesen? Weil ich glaube, es braucht enorm viel Kommunikation, eben auch in der Lehrerschaft, dass man ein Ziel dann kann so miteinander verfolgen kann. Wie siehst du das in der Entwicklung? Ich finde es eine Co-Leitung eine unglaublich wertvolle Sache für uns persönlich als Menschen und als Musikerinnen und als Pädagoginnen, aber auch eine wunderbare Sache für die Schule. Wir haben beide sehr viel Power, und zwei Frauen mit viel Power in einer Schule, das bewirkt ziemlich viel. Jetzt haben wir gesehen, auch in den Darbietungen, da haben natürlich aus dem Vollen geschöpft, es sind Kinder auf der Bühne, es sind Chöre und so. Wie muss man das jetzt sehen? Sind das alles Sachen, die speziell im Angebot gemacht worden sind auf das Jubiläum? Oder ist das Status quo, was die Musikschule serviert?
Ich muss dir ehrlich sagen, wir sind sehr stolz auf unsere Musikschule. Und das, was das Publikum heute erleben wird, ist schon etwas Spezielles für das Jubiläum. Aber basiert auf die Säule der Musikschule. Und diese sind wunderbare, kompetente, professionelle, leidenschaftliche Lehrpersonen, die in Einsatz sind heute Abend, morgen und übermorgen. Es basiert auf unserer Vernetzung mit den Vereinen in Binningen und Bottwingen. Das ist auch unsere Stärke. Wir arbeiten nicht als Insel hier, sondern zusammen mit ganz vielen anderen Anbietern. Und basiert auf die größte Kraft der Schule, die Kinder. Die haben riesig Freude, an diesem Jubiläum mitzuwirken. Und es ist wunderschön, sie zu sehen, wie sie mit Freude musizieren. Mareike, jetzt rede ich mal nicht mit dir als Teil von der Leitung, sondern wie ist das für dich als Lehrerin heute? Kannst du dort noch voll aufgehen oder bist du denn eben als Leiterin immer abgelenkt? Nein, ich bin eben heute als Lehrerin dabei. Schülerinnen spielen im Orchester mit. Ich bin morgen als Leiterin und Lehrerin und Spielerin dabei und übermorgen auch, da spiele ich Bratsche. Also ich fühle mich wunderbar auch künstlerisch hier wohl und heute selber habe ich auch einen kleinen Auftritt und vielleicht muss man noch sagen, wie das zustande kam, die ganzen Werke. Die Lehrer haben selber Werke für heute vorgeschlagen und die beiden Leiter von diesem Musikmärchen haben dann ausgewählt, sodass man heute einen Querschnitt durch die ganze Musikschule erhält eigentlich und am ganzen Wochenende ein riesen Querschnitt durch die Musikschule. Die Lehrer und die Teams in den AGs haben dieses ganze Event vorbereitet. Gut, dann kann ich abschließend nur sagen, es ist, wenn ihr jetzt Lust gekriegt habt, eigentlich eine organisatorische Frage, ob ihr in eurem Pensum noch Zeit habt, weil ich kann nur jedem sagen, spielt ein Instrument, lernt in einer Gruppe euch bewegen, lernt miteinander singen, aber seid euch bewusst, und ich glaube, da rede ich auch im Namen von Ihnen beiden, ein Instrument lernen oder irgendetwas lernen kostet Zeit. Aber ich kann euch sagen, ihr seht, es lohnt sich. Ja. Es lohnt sich. Und es macht Spass.